Hallo, wir sind in Kreuth, wir sind in der Ostbayernhalle und wir sind auf der NIHA Germany Breeders Futurity. Gestern war der zweite Go-Round, der Open und der Non-Pro-Reiter in der vierjährigen Klasse. Da haben sich dann auch die Finalisten herauskristallisiert, die dann am Samstag ins Finale einziehen werden und um den Titel kämpfen werden. Gestern hat sich aber auch schon der Youth Futurity-Gewinner herauskristallisiert in der Jugendklasse. Und das ist die Franziska Wallner. Die werden wir heute mit Sicherheit noch interviewen. Und schaut euch einfach noch mal rum und habt Spaß. Racing down the interstate, spilled hot coffee down the front of my jeans. It's work, work, pay the rent, money and my time spent. Not a minute left for me to be me. I've been going light, nothing can wait. I gotta get my priorities straight. I need to live a little, have some fun, take some time, waste it on number one. Find the girl that brings my whole world to a stop. Live a little, love a lot. Friday night, here we go, do a little, go see, go kick back, have a laugh, catch my breath. Tell the man slowing down, there she is. Hallo, ich freue mich ganz, ganz besonders, heute Franziska Wallner hier zu haben. Sie ist gestern im zweiten Go-Round Youth Futurity Champion geworden und mit ihrer vierjährigen Stute Mai Tai Enterprise freue ich mich ganz besonders. Erstmal herzlichen Glückwunsch und erzähl mir ein bisschen was über dein Pferd und über das Gefühl, wie es sich angefühlt hat. Meine vierjährige Stute haben wir selber gezogen. Sie ist von Jack's Enterprise und zum eigenen Hengst, auch eine Einstellung der Duschenmama. Wir haben sie ein Jahr bei Guy Zimmer im Training gehabt und zwei- bis dreijährig. Dreijährig hat er sie dann auch auf Derby Street geschaut. Dann haben wir sie nach Hause geholt. Seitdem trainiere ich sie selber mit der Hilfe von Dominik Corinda, wo ich sehr, sehr zufrieden bin. Ich komme super klar damit, habe mir schon mega viel geholfen und auch die Stute. Das ist mittlerweile ein echt gutes Team. Der erste Go-Round, da bin ich ein bisschen zu verhalten geritten, aber sie hat alles gemacht, sie war mega brav. Im zweiten Go-Round, ein bisschen mehr Gas, war sie wirklich total da, hat mega gut die Manöver gemacht, bin sehr, sehr zufrieden mit ihr, mit einer 214,5, kann echt gar nichts sagen, mega gut. Prima, sehr, sehr schön. Und wie bist du mit der ganzen Organisation hier zufrieden? Wie gefällt es dir auf der Show? Breeders Futurity ist wie jedes Jahr eine sehr, sehr schöne Show. Ist mega gut organisiert, auch der Boden ist gut, das ganze Umfeld ist mega nett. Ich bin sehr zufrieden. Ja. Super. Dann wünschen wir dir für die Zukunft weiterhin alles Gute. Toi, toi, toi. Danke. Okay.